Ich kann versuchen, das zu finden, aber ich kann mir das Bild kaum merken. Und es ist nicht gerade so, dass es mir gefühlt groß weiterhilft. Dann gucken wir mal, wo das sein könnte. Irgendwo geht's den Zaun nach draußen. Hier gibt's einen Zaun nach draußen. Natürlich die Frage, ob damit das der Hauptzaun gemeint ist. Ich meine, das Haus ist doch direkt nebenan. Vielleicht ist es ja das Haus schon. Wer weiß. Wir können es ja zumindest mal probieren. Naja, das ist der Zwerg, den ich sehe. Okay. Nein, bitte wieder hochgehen. Kannst du hier bitte wieder hochgehen? Das geht nicht. Könnte da hinten was gemeint sein? Mit dem Pfeil das? Oh, ganz viele Rabenfedern hier. Komm, bitte geh hier wieder hoch. Oh, jetzt hatte ich es fast. Ach, Gott sei Dank. Hm. Wir können ja nicht wirklich was machen. Dann muss ich einen anderen Zaun suchen, wo ich durchgehen kann. Dann muss ich echt den ganzen Weg nach oben. Also wenn das der Zaun ist, wovon ich fast ausgehe, es dürfte eigentlich fast gar nichts anderes mehr sein. Das erste auf dem Bild war wie so eine Art Verschwimmreifen, sah das für mich aus. Was könnte das gewesen sein? Vielleicht das Zeichen für... Könnte das damit gemeint sein? Und dann ging es, glaube ich, da hinten rum. Oder? Und dann so ein Pfeil nach rechts. Hier kommen wir sowieso nicht weiter. Vielleicht irgendwann mal, wenn wir hier fertig sind. Dann verlassen wir die Stadt. Nee, ich glaube, da muss ich tatsächlich vorher hier rechts rein. Oh. Was macht das? Schon wieder stimmen. Okay, das ist der Zwerg. Das ist noch eine andere Kamera. Okay. Das ist aber nicht das Tor, wo ich rein soll, hoffe ich. Sieht mir irgendwie so wie Endzieltor aus. Kann ich die hier nicht draufstellen? Das hat bestimmt auch was mit der Figur, mit der Statue da auf sich, könnte ich mir vorstellen. Ja, hier ist auch so eine Art Zaun. Ich glaube nicht, dass es das ist. Ich meine, die Map ist jetzt nicht so groß. Ich denke, wenn ich hier lang genug langlaufe, werde ich schon was finden, wo ich weitergehen soll. Vielleicht ist ja in der Tat jetzt das Haus hier hinten gemeint. Vielleicht gibt es jetzt einen Weg hierher. Komme ich denn nicht rüber? Ist ja wohl nicht. Aber ich schätze, dafür brauche ich vielleicht eine Leiter oder irgendwas. Gibt keinen Weg hier rüber.
Was es noch sein kann, der Tunnel, der rüberführt. Da gab es noch einen. Vielleicht ist da hinten dann was. Die Türen sind alle offen. Polizist ist weg. Das hier wird wahrscheinlich nicht gemeint sein. Das ist ja direkt nebenan. Ich habe manchmal schon das Gefühl, dass wenn das so aussieht hier, so krisselig, die Scheiben, was sie nach drinnen zeigen, dann habe ich da eh nichts drin zu suchen. Ist das für mich noch nicht aktuell. Aber hier ist ja dann nur der Eingang zum, was auch immer das ist, Bahnschienen. Gruselig. Taschenlampe wäre vielleicht nicht schlecht. Am Anfang hat man kurz mal eine gesehen. Oh shit. Ich kann hier lang gehen. Was habe ich getan? Es geht wirklich hier lang. Okay. Bakery. Heißt das, die Map ist noch größer, als ich dachte? Oh, Elche. Ich hoffe, die sind mir hier wohlgesonnen. Nicht wie in anderen Spielen. Okay. Okay. Hier kriege ich noch zwei Sachen, die noch nicht da sind. Obwohl, das sieht aus wie der Sender, den ich habe. Und das andere... Obwohl, das könnte Kamera sein. Okay. Dann passt das eigentlich auch wieder. Der Hammer. Wozu könnte ich den denn gebrauchen? Aktuell. Meine Schere ist weg. Die Drecksau. Die hat mir die Schere geklaut. Okay. Hier brauche ich Batterien. Bretter. Damit könnte ich vielleicht, mit dem Brett könnte ich vielleicht rüberkommen. Über den See. Ich kann immer nur eins verwenden. Moment. Behalte das erstmal. Wir nehmen erstmal alles mit, was wir können. Was scheinbar recht viel ist. So, da soll ich die Hand nicht reinstecken. Ich verstehe schon. So, vielleicht erst... Ich versuch's mal mit dem Roboterarm. Wo ist denn das? Dafür den Hammer auch? Okay. Ich wollte eigentlich jetzt gerade gar nicht den Hammer haben. Okay, ich brauch alle drei. Okay. Was zur Hölle ist das? Krähenartige Wesen? Na super, da hinten ist der Kran. Hm? Noch mehr Bretter? Na, das kann ja heiter werden. Warum? Was habe ich verbrochen? Der hat mir jetzt, glaube ich, nichts weggenommen. Wie dumm ist das denn? Sind die Bretter einfach nur dazu da, dass ich hier... Und jetzt ist die Tür zu. Wolltest du mich jetzt verarschen? Was soll das denn?
Wie soll ich denn jemals wieder rauskommen? Kann ich eigentlich noch aufs Dach gehen? Ernsthaft, Spiel, muss das sein? Vergiss es. Wer kommt hier hoch? Er hat mich im Runterfall noch gegriffen. Okay, das kann ich jetzt gar nicht mehr benutzen. Das ist doch lächerlich jetzt, komm. Wie soll ich denn vor dem fliehen? Ich hoffe einfach mal, dass ich mich im Busch verstecken kann. Ich muss wahrscheinlich zum Kran kommen. So, im Kran bin ich jetzt. Das Viech gefällt mir so gar nicht. Das hat bestimmt was mit diesem Geheimbund zu tun, wo wir mal ein Bild von gesehen haben. Der ist doch da noch irgendwo. Das ist echt nervig. Bestimmt habe ich das zu früh angeworfen. Ich kann mit irgendwas hier reinfahren, kann das sein? Auch nicht, dass ich den bewegen kann. Wer weiß, wo ich bin, ne? Ich weiß, ob das eine gute Idee ist, durchzugehen. Was macht es? Gar nichts. Geh schon in den Busch. Ich glaube, das war das. Ich hätte das vielleicht noch nicht anmachen brauchen mit dem Kran.
Ja gut, dann bring mich doch hier hin, wo ich schon bin. Los. Immer noch alles dabei. Ich kann das aber jetzt eigentlich mehr herausnehmen. Das ist so lächerlich ernsthaft. Ich kann es trotzdem nicht rausnehmen, okay. Wofür soll das nur gut sein? Ich verstehe es nicht. Es wird einem viel zu wenig erklärt in dem Spiel. Definitiv. Gut, dann muss ich mir ja eine Hütte nach der anderen angucken erstmal. Versteckt es sich auch in den Büschen? Fast so aus. Ich kann mich in der Kiste verstecken. Sieht nichts. Da muss ich doch mal hochgehen. Jetzt geh schon weg da, wo du bist. Ein Weg nach oben. Ich frage mich halt vor allem, ob ich überhaupt richtig bin. Vielleicht sollte ich ja noch gar nicht sein. Ach man! Bin ich schon wieder in diesem Scheißhaus? Halt auch irgendwie nicht die Geduld. Für sowas. Hatte ich da gerade irgendwie ein Symbol? Zum Greifen? Vielleicht kann ich den ja mit dem Strahl ausmerzen, wenn ich den da hochkriege. Beziehungsweise den Strahl irgendwie zu ihm lenken kann. Aber ich sehe halt keine Möglichkeit, den Kran zu steuern. Ich glaube, die Sache ist halt auch, dass ich ja mein Gerät nicht dabei habe. Dieses, was die Kameras anzeigt, vielleicht würde mir das hier gerade auch helfen. Kann ich da oben was einstellen? Ist da irgendwas? Jetzt komme ich ja gar nicht mehr rein. Ich komme hier selber nicht mehr rein. Doch, jetzt. Oder auch nicht.
Nee, das ist nicht zum Einstellen. Mir fehlt noch irgendwas Grundlegendes. Ich meine, es geht ja hier auch noch viel weiter. Ich würde aber gerne noch in das Haus rein. Also irgendwie ist mir der Nachbar lieber. Das kommt mir ja irgendwie schwerer vor. Doch, die Brechstange hast du doch noch dabei. Nichts, gar nichts. Ich könnte es hier vielleicht wirklich vernageln, hä? mit den Brettern. Oder so. Lass mich das schnell vernageln. Och Mann, was ist das für eine Scheiße? Bin ich wieder an dieser verfickten Stelle? Aber mich kotzt das an, dass man sich ja nicht richtig umgucken kann. Ständig ist dieses Vieh in der Nähe. Habe ich ihn jetzt runtergeschmissen? Ich habe keine Ahnung, wie das mit den Brettern funktionieren soll, die man hier scheinbar irgendwo ranhämmern kann. Ich habe auf jeden Fall irgendwas fallen lassen, das muss ich mir dann mal angucken. Und der weiß, dass ich jetzt hier bin, oder was? Das kannst du mir doch nicht erzählen. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Ich muss die andere Tür auch noch vernageln, oder? Damit ich da in Ruhe arbeiten kann. Ich muss das also wirklich effektiv nutzen. Aber an beiden Türen vor allem. Wow, das funktioniert ja nicht mal. Der macht die einfach kaputt. So, was mache ich damit jetzt?